hallo und herzlich willkommen auf dem YouTube-Kanal von 163 Grad. Wie ihr seht, lächerlich. In vielen Kommentaren steht immer drunter, der kann ja gar nicht lächeln. Doch, kann ich. Und der Grund fürs Lächeln ist dieses Auto. Denn ich habe schon viele Elektroautos gefahren und den hier noch nie. Und endlich habe ich ihn mal zur Verfügung zum Testen, für mich zum Probefahren, den Renault Twizy. Viel Spaß beim Zuschauen. Was soll man sagen? Der Twizy ist eigentlich kein Auto im Sinne der Zulassungsverordnung, sondern im Grunde genommen ist das ein Quad mit Dach. Aber ich sag mal, für mich ist es ein Auto. Und es ist für mich ein Auto, das einem zumindest hier in der Stadt wirklich das Lächeln ins Gesicht zaubert. Es ist alles so einfach und es ist so nackt und so pur, wie man im Grunde genommen nur Auto fahren kann. Ich habe wirklich nur Platz für mich. Hinter mir kann noch jemand sitzen, aber das ganze Auto ist nur 2,30 Meter lang, kann also vorwärts in eine Parklücke einparken. Dabei ist es so schmal, dass ich hier rechts und links meine Hände rauslegen kann. Man kann sich also wirklich überlegen, ob man jetzt auf dieser Seite den Arm rauslegt oder auf der anderen Seite den Arm rauslegt oder auf beiden Seiten gleichzeitig den Arm rauslegt. So schmal ist dieses kleine Auto. Deshalb habe ich auch ein bisschen Probleme, die Kamera hier anzubringen. Ich hoffe, ihr könnt euch trotzdem, habt ihr trotzdem ein gutes Bild. Und ich hoffe auch, dass der Ton ordentlich ist, denn dieses Auto hat keine Seitenscheiben. Es hat so Türen als Seitenaufprallschutz, aber keine Scheiben, keine Geräuschisolierung, keine Dämmung. Insofern hoffe ich, dass der Ton hier für euch ordentlich ist und dass ihr ordentlich was verstehen könnt. Ja, den Renault Twizy gibt es seit 2012 und irgendwie sehe ich den häufiger mal im Hamburger Stadtgebiet und finde den immer witzig. Ist wirklich ein Auto, wo man lächeln muss, wenn man den sieht. Ja, so ein Bus, der wirkt natürlich richtig pur und live auf einen ein, auch wenn er nur kurz hinter einem um die Ecke fährt. Es ist alles irre einfach hier. Der Twizy ist so einfach, dass man sich erst einmal daran gewöhnen muss. Er lässt sich nicht einmal abschließen oder per Fernbedienung öffnen. Der Twizy-Start ist etwas hakelig, wenn man sich nicht genau an die Prozedur hält. Schlüssel auf die erste Stufe drehen und die Animation abwarten. Dann erst starten. Fuß auf die Bremse. Wenn es klackt, kann jetzt die Handbremse gelöst werden. Fahrstufe wählen und losfahren. Der Twizy ist ein reines Stadtauto und deshalb fahre ich ihn auch hier in der Stadt, obwohl er von der Leistung her, das Auto hat eine Höchstgeschwindigkeit von 80 Stundenkilometern, natürlich auch auf der Autobahn fahren dürfte. Ich weiß nicht, ob ich damit echt auf die Autobahn will. Im morgendlichen Berufsverkehr, wo das sowieso alles voll ist und nur Stop and Go ist, ist das wahrscheinlich egal. Aber ansonsten damit auf die Autobahn mit 80 Stundenkilometern Höchstgeschwindigkeit, das ist schon bitter, weil man null Reserven hat, um irgendwie nochmal irgendwo rauszukommen, wenn die Situation brenzlig wird. Natürlich war ich mit dem Twizy auf der Autobahn. Das macht aber nur im urbanen Umfeld Sinn, zum Beispiel auf der Stadtautobahn. Ich komme zwar im Stadtverkehr auch nicht wirklich schneller voran als die anderen alle, aber nachher bei der Parkplatzsuche, da habe ich natürlich einen gewissen Vorteil, das ist klar. Ja, seit 2012 gibt es den Twizy in Deutschland zu kaufen.
wobei man nur das Auto kauft, nicht die Batterie. Bei der Batterie muss man einen Mietvertrag mit Renault abschließen und die Batterie mieten. Ich glaube, das kostet um die 60 Euro im Monat. Das ist der einzige Wermutstropfen an dem Auto. Sonst würde man sich den wahrscheinlich als Zweitwagen für die Stadt nochmal locker in die Garage stellen, um kleinere Touren damit zu fahren. Um natürlich in der Stadt dann auch easy einen Parkplatz zu kriegen, leicht durchzukommen. Das macht richtig Laune. Offiziell darf man den Twizy, glaube ich, auch ohne Türen fahren, denn die Türen sind ein Extra. Aber die Türen geben mir natürlich so ein bisschen Halt und Stabilität und auch das Gefühl, einen gewissen Seitenaufprallschutz zu haben. Ansonsten ist, glaube ich, die Unterkante von dem Rahmen hier der Seitenaufprallschutz. Und da fühle ich mich eigentlich ganz gut mit der Tür. Im oberen Teil der Tür gibt es nichts. Hier kann man weder was hochkurbeln noch runterkurbeln. Das ist einfach alles offen. Und da gibt es aber Steckscheiben für, das kann man alles machen im Zubehör. Der hier hat das nicht. Ja, und so fahre ich hier durch Hamburg bei strahlend schönem Sonnenschein. Das ist auch das ideale Wetter für so ein Twizy. Im Winter kann man den auch fahren. Dann muss man sich allerdings ziemlich warm anziehen, denn das Auto hat keine Heizung, keine Lüftung. Wie gesagt, offiziell ist das ein Quad und kein Auto. Damit umgeht der Hersteller natürlich die gesamten Zulassungsbestimmungen, die es für Auto gibt. Das fängt vom Crashtest an und viele andere Dinge auch, obwohl der Twizy ein Airbag hat. Und die Zulassung ist die eines Quads, eines Leichtkraftfahrzeugs, L7E heißt die Kategorie, glaube ich. Und damit werden Fahrzeuge zugelassen, die unter 15 Kilowatt Leistung haben. Der Twizy hat 13, das ist also genau darunter gewählt. Und damit fällt er genau in diese Zulassungskategorie rein, L7E, wo auch die ganzen Quads sind. Mein Testwagen kam in der Ausstattung Intense daher. In Salsa Rot mit Alufelgen und Dach im Carbon-Look. Zum Rückwärts einparken hatte der kleine Flitzer sogar eine akustische Einparkhilfe hinten. Sonderausstattung ist auch die Bluetooth-, Audio- und Freisprecheinrichtung von Parrot. Mikro und Display hängen an der A-Säule links. Dazu gibt es neben Bluetooth auch eine USB-Schnittstelle und einen Klinkenstecker im vorderen linken Ablagefach. Stereo-Lautsprecher gehen in Ordnung. Musik hören geht damit richtig gut. Beim Telefonieren muss man aber aufpassen, denn die ganze Straße kann mithören. Es gibt zwei Ablagefächer vorne für Kleinkram und Fahrzeugpapiere. Das rechte davon ist abschließbar. Leider gibt es keinen Getränkehalter. Unter dem Rücksitz gibt es auch noch ein verschließbares Ablagefach. Rücksitz? Ja, in dieser Version ist der Twizy ein echter Zweisitzer, in dem man ähnlich wie die Bobfahrer hintereinander sitzt. Und das geht in der Praxis übrigens richtig gut. We'll be right back.
von den Fahrleistungen her, so ein Twizy hat 13 Kilowatt Leistung. Das sind rund 18 PS. Der wiegt nicht viel. Insgesamt kann man mit so einem Twizy damit 80 Kilometer maximale Höchstgeschwindigkeit fahren. Die Beschleunigung gibt Renault an mit 6,1 Sekunden. Aufgepasst, von 0 auf 45. 0 auf 100 geht ja nicht, weil das Auto gar keine 100 fährt. 0 auf 45 sind 6,1. Insgesamt muss ich sagen, Beschleunigung, ja, ist das falsche Wort. Also es geht irgendwie voran. Das ist hier kein Beschleunigungswunder und das ist auch kein Elektroauto, mit dem man andere Fahrzeugteilnehmer auf der Straße ärgern kann. So wie man das sonst mit Elektroautos kann, an der Ampel kurz aufs Pedal treten, dann bist du weg. Bevor der andere seinen Gang drin hat, bist du schon über die Ampel rüber. Das geht mit dem Twizy nicht. Also groß anlegen kann man sich hier mit keinem. Es geht mehr darum, in der Stadt voranzukommen, nicht zu viel Platz wegzunehmen, den Fußabdruck, den man selber in der Stadt hier hinterlässt, so klein wie möglich zu halten und so viel Platz wie möglich zu sparen. Und insofern fühlt man sich natürlich gut, wenn man mit so einem Twizy in die Stadt fährt und damit auch nicht mehr Verkehrsstau verursacht oder mehr Platz wegnimmt als unbedingt nötig. Und belohnt wird man, wie gesagt, beim Einparken. Ja, insgesamt wackelt das hier alles ziemlich, das Fahren ist ziemlich pur. Der Wagen hat eine Federung, aber ich sag mal, Federungskomfort ist trotzdem irgendwie Fehlanzeige. Das Ganze ist recht hoppelig hier, recht pur, recht hopsig. Dazu kommt der Sitz, der ist, da er wetterfest sein muss, auch gerade hier im Rücken ziemlich hart, wie ich finde. Ist auch nicht wirklich verstellbar. Ich kann ihn vorwärts, rückwärts verstellen, aber viel näher kann ich an dem Sitz nicht verstellen. Und insofern ist das ein relativ zweckmäßiges Auto für den innerstädtischen Verkehr. Interessanterweise gibt es den Twizy in zwei Versionen. Es gibt noch einen Twizy Urban, der mit einem Mokik-Führerschein ab 16 gefahren werden kann. Leider ist der normale Twizy, also dieser hier, den ich jetzt hier fahre, mit den 13 kW, nicht umrüstbar. Das wäre natürlich ein Gag, dass man so ein Auto zunächst mal drosseln könnte. Dann könnten die Kinder den mit 16 schon fahren. Und wenn sie 18 sind, kann man die Drossel rausnehmen und hat dann ein vollwertiges Fahrzeug. Das haben sie bei Renault leider nicht so gemacht. Das heißt, ich muss mich für den einen oder für den anderen entscheiden. Das finde ich schade, weil sonst wäre das genau das Richtige gewesen. Aber das geht leider nicht. So, jetzt kann ich hier fahren oder auch nicht. Da hat einer einen Quad auf dem Hänger. Ihr hört wahrscheinlich den Blinker hier im Hintergrund. Die Geräusche, die die Elektroniken hier in dem Auto machen, die sind echt witzig und putzig, muss ich ganz ehrlich sagen. Der Blinker klingt so, als hätten sie eine Grille im Armaturenbrett vergessen. Das zirpt so ein bisschen, ganz witzig gemacht. Der Wagen hat, ja, nochmal, fahren wir langsamer. Witziges Geräusch, oder? Zusätzlich kann der Twizy ein Geräusch machen, um Fußgänger nicht zu erschrecken. Was eigentlich nicht nötig tut, denn der Wagen ist irre laut für ein Elektroauto. Trotzdem kann man hier noch ein Geräusch einschalten. Das mache ich auch mal. Klingt also wirklich nach einer Warnung. Das kann man hier am Lenkstockhebel einschalten. Und dann macht der Wagen dieses Geräusch. Und dann haben wir noch die Hupe. Und die Hupe ist brutal. Also ich weiß nicht, was Sie sich dabei gedacht haben. Die Hupe ist so, dass ich das Gefühl habe, ich werde angehupt und nicht der draußen. Ich mache das mal. Also das ist unglaublich laut mit der Hupe. Ich habe wirklich das Gefühl, dass die hier in den Innenraum mich beschallt und gar nicht so sehr den da draußen, den ich eigentlich anhupen will. Liegt natürlich daran, weil hier nichts ist. Die Hupe ist wahrscheinlich genau hinterm Gaspedal irgendwo verbaut. Und da das Auto hier völlig nackt ist,
kriege ich den Hupensound natürlich auch volle Kanne ab hier drin. Ja, ansonsten fährt sich das Teil hier wie ein Go-Kart. Wenn du nur dran denkst, dass du lenken willst, dann fährt er schon um die Kurve. Und er hat natürlich auch einen ganz minimalen Wendekreis, ideal für die City also. Es gibt aber auch Verrückte, und das Wort verrückt meine ich in diesem Sinne sehr positiv, ich habe da ganz großen Respekt vor, die aus Prinzip und aus Überzeugung Twizy fahren, weil sie sagen, das reicht mir völlig aus, und die damit ihre komplette Mobilität abwickeln. Es gibt da den Otto, der ein Vorsitzender des Bundes-Twizy-Treffens, glaube ich, so nennt es sich, der mit dem Fahrzeug tatsächlich bis zum Nordkap gefahren ist, über 4000 Kilometern mit, ich weiß nicht, an die 100 Ladestopps oder sowas. Ganz verrückte Sache. Hut ab an dieser Stelle, meinen allergrößten Respekt davor, das zu machen. Und aber ich glaube, der Normalfall besteht darin, dass man dieses Auto als, ich sag mal, vielleicht sogar Zweitwagen in der Garage hat, um damit seine innerstädtische Mobilität abzuwickeln. Und wenn das möglichst viele machen würden, dann wäre auf den Straßen schon mal viel weniger los und es gäbe viel mehr Platz für alle. Und man könnte das Ganze viel dichter verpacken. Auch der Parkdruck wäre dann nicht ganz so hoch. Die Batterie hat rund 6 Kilowattstunden Kapazität und steckt im Twizy unter dem Fahrersitz. Aufgeladen wird per 230 Volt Stecker. Das dauert bis zu 3,5 Stunden. Mit dem Stecker ist man aber sehr flexibel. Laden kann man fast überall, egal ob an ungewöhnlichen Orten oder in der heimischen Garage. Ja, mein Fazit zum Renault Twizy. Also ein unheimlich sympathisches Auto. Man muss eigentlich schon schmunzeln, wenn man da einsteigt, und die Passanten, die einen mit dem Fahrzeug vorbeifahren sehen, schmunzeln auch. Nicht so sehr aus Mitleid, sondern eher aus Sympathie für dieses kleine witzige Auto. Macht natürlich auch die Farbe Salsa Rot, heißt die, mit farblich abgestimmten Alufelgen, richtig schickes Ding. Ja, klein ist er, wendig ist er, unheimlich wendig in der Stadt. Dadurch, dass ich zwei Türen habe, eine links und eine rechts, kann ich auch toll aus- und einsteigen, je nachdem, wo es am besten geht. Ich kann vorwärts in die Parklücke fahren und ich kann sogar jemanden mitnehmen, der hinten sitzt, oder noch einen Rucksack hinten reintun, ein bisschen Gepäck. So richtig was liegen lassen kann man in diesem Auto nicht, weil man das nicht abschließen kann. Kann man hier nicht wirklich seine Einkaufstasche drin liegen lassen und weggehen. Das wäre ein bisschen zu unsicher. Ein kleines Fach zum Abschließen gibt es ja immerhin. Was mir nicht ganz so gut gefallen hat an dem Auto, oder was ich vermissen würde, wäre eine Sonnenblende. Die fehlt mir hier oben. Der Wagen hat sogar eine beheizbare Frontscheibe für den Winterbetrieb. Also auch im Winter soll man den fahren können. Heizung hat er ja nicht. Aber eine Sonnenblende oder irgendwas, das wäre ganz schön gewesen. Und ein Getränkehalter, nicht lachen, aber irgendwie ein Halter für eine Mineralwasserflasche wäre auch ganz toll. Wo man irgendwie noch ein Getränk so unterbringen kann. Ansonsten ist das alles karo einfach, aber genau zweckmäßig, so für die Fahrt. Sicher ist das Auto auch. Ich habe einen Gurt, ich habe einen Airbag, und das ist doch schon mal was wert. Zum Preis, 8.700 Euro kostet der Twizy, so wie er hier steht, die Ausstattung Intens, und mit den Ausstattungsextras dieses Testwagens sind das 9.800 Euro, das ist schon eine Menge Holz, aber es gibt den Wagen natürlich auch als Gebrauchtfahrzeug. Was ein bisschen ärgerlich ist, Renault verkauft dieses Auto nur mit einer Batteriemiete. Das heißt, ungefähr 60 Euro im Monat muss man berappen für die Miete dieser Batterie. Das sind auch 720 Euro im Jahr. Das ist eine ganze Menge Geld. Das wäre der einzige Wermutstropfen, oder ist der einzige Wermutstropfen, finde ich. Ansonsten ist das ein Auto, was man sich echt als Zweit- oder Drittfahrzeug in die Garage stellen kann. Für die Fahrt in der Stadt
ist das völlig okay. Reichweite, Renault gibt 100 Kilometer an, das ist ein bisschen unrealistisch. Twizy-Fahrer sagen, dass sie so zwischen 70 und 80 Kilometer in der Praxis Reichweite mit diesem Auto haben. Das habe ich nicht ganz ausreizen können. Bei mir war so nach etwas über 50 Kilometern Schluss. Und dann muss man einfach mal sehen, wie man damit im Winter so klarkommt. 70, 80 Kilometer soll es sein und 50 im Winter, sagen diejenigen, die so ein Fahrzeug regelmäßig fahren. Ja, das war's zum Twizy. Bleibt dran, abonniert meinen Kanal, wenn ihr mögt. Ich freue mich über jedes Abo. Wenn ihr Fragen habt, hier drunter unter dem Video kommentieren. Ich wünsche euch eine schöne Zeit und auf bald.